Moin, moin, Automated-Lot hier und heute möchte ich dir mal die neuen Unbounce-Features, aber auch alte bewährte Unbounce-Features zeigen und dir so bei der Entscheidung helfen, ob Unbounce für dich das richtige Tool ist. Also bleib dran. Okay, hier bin ich mal auf der Seite BuildWith und du siehst, dass unter den Top 1 Million Internetseiten 59% aller Landingpages mit Unbounce gebaut wurden. Und wenn wir jetzt hier mal auf Unbounce draufklicken, kannst du hier rechts sehen, dass je höher der Rang einer Internetseite ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Unbounce gebaut wurde. Also unter den Top 1 Million Seiten wurden 1,17% mit Unbounce gebaut, unter den Top 100.000 2,59% und unter den Top 10.000 schon 3,78%. Und das beinhaltet hier jetzt alle Seiten, nicht nur Landingpages, also auch sowas wie Google und Wikipedia und so weiter. Und hier in dem Diagramm siehst du auch, dass Unbounce in den letzten Jahren mehr und mehr benutzt wird. Und das liegt einfach daran, dass Unbounce ständig weiterentwickelt wird, um mit neuen Trends und Anforderungen Schritt zu halten. Okay, also fangen wir erstmal mit den neuen Unbounce-Features an, die in den letzten Monaten dazugekommen sind. Und da gibt es als erstes zu erwähnen die AMPs. Das sind Accelerated Mobile Pages, was so viel bedeutet, dass das Seiten sind, die im Funktionsumfang ein bisschen eingeschränkt sind. Also ihr könnt da zum Beispiel nicht alle eigenen JavaScripts benutzen und auch nicht alle HTML-Funktionen, aber dafür laden sie deutlich schneller und werden von Google dann auch in den Suchergebnissen höher ausgespielt. Ne, zum Beispiel Unbounce sagt hier, dass die Seiten 85% schneller laden und das schlägt sich dann am Ende auch auf die Conversion Rate nieder. Und wenn du eine neue AMP-Page erstellen möchtest, hast du da viele Templates zur Auswahl, mit denen du anfangen kannst und einfach Bilder und Texte durch deinen eigenen Content ersetzen kannst. Oder aber du kannst auch mit dem Drag-and-Drop-Page-Builder ganz neue Seiten kreieren. Dann ein anderes Feature, was Unbounce kürzlich hinzugefügt hat, ist der automatische Image Optimizer. Das bedeutet einfach, dass Bilder, die du auf deiner Seite hinzufügst, werden automatisch auf eine kleine Größe skaliert, aber ohne dabei Qualität einzubüßen. Zum Beispiel, wenn ich dieses Bild hier nehme und das kleiner mache, kommt hier ganz kurz so ein kleines Lade-Icon und da erstellt Unbounce dann einfach jetzt in einer neuen Größe ein neues Bild, was dann optimiert ist. Und wenn wir jetzt diese Seite hier mal nehmen und zum Beispiel mit TinyJPEG überprüfen. Das ist halt eine Web-App, mit der man gucken kann, ob die Bilder noch besser komprimiert werden können. Und jetzt mal auf Analyze klicken. Siehst du, das Potenzial, um noch Größe bei den Bildern einzusparen, ist 0%. Also die Bilder sind schon perfekt optimiert. Das nächste neue Feature in Unbounce ist Smart Traffic. Und das erweitert das klassische AB-Testing einfach dadurch, dass eine künstliche Intelligenz sich anguckt, welches momentan die beste Seite ist, beziehungsweise welche Seite die höchste Wahrscheinlichkeit hat zu konvertieren. Und guckt sich im Hintergrund auch noch an, was für Parameter der Besucher hat. Auf jeden Fall betrachtet halt Smart Traffic sehr viel mehr Parameter als einfach nur AB-Testen, wo du ja einfach nur guckst, welche von den beiden Seiten hat insgesamt eine bessere Conversion Rate. Na, und so kann es dann sein, dass du halt mit mehreren Varianten, die du gleichzeitig online hast, eine höhere Conversion Rate erreichst, als hättest du nur eine Variante online, weil sich halt Unbounce darum kümmert, den Traffic zuzuweisen. Dann gibt es als neues Feature noch das Publishing zu einem bestimmten Termin. Also wir haben jetzt hier die Übersichtsseite von so einer Testseite. Und wenn du auf Publish klickst, kannst du hier jetzt Schedule Publish machen. Und hier kannst du jetzt ein Datum auswählen, an dem die Seite online gehen soll. Zum Beispiel, jetzt ist gerade Wochenende und du möchtest dann zum Beispiel, dass die Kampagne am Montagmorgen online geht. Also wählst du hier einfach an den Montag aus und sagst 9 Uhr, weil du zum Beispiel weißt, dass Montagmorgen halt derjenige, der die Google-Kampagne aufsetzt, ins Büro kommt und die Kampagne dann live schaltet und in dem Moment ist dann auch gleich die Landingpage da. Einfach auf Schedule Publishing klicken und dann ist das schon erledigt und du siehst hier oben, dass der Publish-Termin gesetzt wurde zum 24. Mai 2021 und das spart halt manchmal einfach Zeit bzw. verhindert, dass man vergisst, eine Seite zu publishen. Okay, und das letzte Feature, was bei Unbounce kürzlich dazugekommen ist, ist der Speed Boost. Das bedeutet einfach, dass Unbounce die Google-Leitfäden für schnelle Ladezeiten befolgt. Und du siehst, wir haben hier eine Landingpage gebaut mit einem Formular, Euro-Section und qualitativ hochwertigen Bildern. In der Desktop-Variante sieht das Ganze so aus. Also du siehst, es ist wirklich eine Hochglanzseite mit einer guten Qualität. Und wenn wir die Seite jetzt einfach mal bei Page Speed Insights von Google reinschmeißen, siehst du, wir haben hier für die mobile Version der Seite einen Score von 97. Und wenn du schon mal selber eine mobile Seite gebaut hast, weißt du, wie schwer das ist, das hinzukriegen so gut. Und für die Desktop-Seite haben wir sogar einen Score von 99. Und das ist halt echt krass, ne? Das heißt, die Seite ist nahezu perfekt optimiert auf schnelle Ladezeit. Und
Dabei siehst du, ne, ist an der Qualität nichts verloren gegangen. Wir haben hier eine Multistep-Form, wir haben hochqualitative Bilder und damit dann einen Score von 99 und für Mobile 97. Das ist exzellent. Und das ist für uns auch immer noch mit ein Hauptgrund, warum wir Unbounce benutzen, weil schnell ladende Seiten werden von Google besser bewertet und wenn eine Seite schnell lädt, haben die Besucher auch eine höhere Wahrscheinlichkeit zu konvertieren. Und das Gute daran ist, du brauchst dich darum nicht kümmern. Ne? Das macht Unbounce alles automatisch. Also du baust einfach deine Landingpage und Unbounce optimiert sie dann so weit für dich, dass du diese Ergebnisse erreichst. Okay, und jetzt zur Hauptfunktion, die Unbounce von vielen anderen Page-Bildern absetzt. Und zwar ist das der Drag-and-Drop-Page-Builder. Und du siehst, wir haben hier diese Oberfläche. Und das Besondere ist, du kannst wirklich alles frei positionieren. Ne? Hier haben wir zum Beispiel ein Textfeld. Das können wir einfach hin und her schieben, in der Größe verändern. Und wir sind nicht limitiert durch irgendein Raster, weil bei vielen Page-Bildern ist es so, du hast ein Raster, dann sagst du meinetwegen, du möchtest in dieser Section zwei Reihen mit drei Spalten haben und dann musst du dich halt immer an dieser quasi Tabellenstruktur orientieren. Aber hier in Unbounce kannst du wirklich alles frei hin und her schieben, pixelgenau. Du kannst hier auf der rechten Seite auch einfach Werte eingeben, wenn du genau weißt, wo das hin soll und die Größe ändern. Na, zum Beispiel, wenn wir jetzt wissen, wir wollen das Bild links oben haben, einfach 10, 10. Dann ist das Bild hier links oben und du hast auch immer diese Linien, die automatisch die Objekte aneinander ausrichten. Also das macht das Ganze recht einfach und intuitiv und ich würde mal sagen, wenn du Unbounce noch nie benutzt hast, brauchst du ungefähr so 2 bis 6 Stunden, um es so weit zu lernen, dass du deine eigene Landingpage ohne Probleme bauen kannst, wenn du vorher schon mal sowas benutzt hast wie PowerPoint oder Google Slides oder so, weil die Art, wie du es bedienst, ist sehr ähnlich. Und außerdem ist es sehr einfach, Formulare zu erstellen. Also du willst ja auch irgendwelche Daten von deinen Kunden einsammeln. Ich mache mal diesen Button hier weg. Und ein Formular kannst du hier links einfach reinziehen, indem du auf Form gehst. Ziehst es hier rein. Und jetzt kannst du dein Formular erstellen. Und du hast hier so ein paar vorgegebene Felder. Die sind halt alle auf Englisch. Da musst du dann immer einmal noch die Benennung ändern. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so Vornamen, Nachnamen, E-Mail und Telefonnummer einsammeln willst, dann klickst du das hier links einfach an. Kannst jetzt hier ins Feld gehen und dann hier zum Beispiel einfach kurz in Vorname, Nachname, E-Mail kannst du lassen und hier halt Telefon. Und jetzt kannst du ja noch auswählen, welche Felder immer ausgefüllt werden müssen. Das wird dann auch mit so einem Sternchen markiert. Also sagen wir mal, du möchtest Vornamen, Nachnamen und Telefonnummer unbedingt haben. Hier bei Telefonnummer kannst du dann auch gucken, dass es wirklich eine Nummer ist. Vorgegeben ist hier halt nur Nordamerika, Großbritannien und Australien, aber für Deutschland zum Beispiel nimmst du dann einfach Generic und dann guckt er halt zumindest, ob das eine Nummernfolge ist. So, und dann klickst du einfach auf Done. Dann hast du hier dein Formular. Kann hier noch einmal kurz für die Beschriftung die Textfarbe ändern. Und das war's auch schon. Jetzt kannst du hier noch sowas reinschreiben wie jetzt kostenlos testen. Machst den Button kurz ein bisschen breiter. Schiebst das Formular dahin, wo du es haben willst und schon ist die Seite soweit benutzbar. Du kannst halt hier auch noch schnell eine kleine Box nehmen, um das ein bisschen hübscher zu machen. Machst den Rand weg, machst sie so ein bisschen durchsichtig, ziehst dann hier das Formular rein und dann kannst du es hier so positionieren und jetzt hast du es noch ein bisschen hervorgehoben. Also das geht wirklich alles sehr schnell und sehr einfach. Kannst ja auch noch ein bisschen die Ecken abrunden. Damit kommst du auf jeden Fall schnell klar. Und ein anderes super Feature bei Unbounce ist, dass du eigene JavaScripts und Stylesheets einfügen kannst. Und damit hast du dann die Möglichkeit, die Funktion von Unbounce quasi unbegrenzt zu erweitern. Und in unserem Kanal haben wir schon viele Videos, die alles Schritt für Schritt erklären und zusätzliche Funktionen bringen, wie Multistep-Formulare, Zeichenzähler für Formularfelder, ausklappbare Mobilmenüs, aber auch Designoptionen wie Schatten für Bilder und Boxen und Texteffekte und vieles mehr. Also schau da gerne mal rein. Okay, und dann gibt es noch einige Funktionen, die hinter den Kulissen stattfinden, aber trotzdem genauso wichtig sind. Zum einen hat Unbounce weltweit mehrere Rechenzentren, um eine hohe Verfügbarkeit zu garantieren. Und in der Vergangenheit hatten Unbounce-Seiten eine Verfügbarkeit von 99,96%. Das ist sehr gut. Und außerdem arbeitet Unbounce mit Amazons CloudFront, um den Seiteninhalt schnellstmöglich an alle Besucher zu übertragen, egal von wo aus sie auf deine Seite zugreifen. Und das ist auch das, womit diese krass schnellen Ladezeiten erreicht werden, die ich dir vorhin gezeigt hatte. Und zusätzlich werden dann noch alle Seiten automatisch SSL verschlüsselt. Das heißt, deine Besucher bekommen auch nie angezeigt, dass sie auf eine unsichere Seite kommen, sondern du hast immer dieses kleine Schlosssymbol im Browser, was halt zeigt, dass du auf einer sicheren Seite unterwegs bist.
Und da musst du dir überhaupt keine Gedanken drum machen, das passiert immer alles automatisch. Alles klar, und wenn du Unbounce ausprobieren möchtest, haben wir unten in der Beschreibung einen Link, mit dem sparst du in den ersten 3 Monaten 20%. Wenn du monatlich bezahlst und sogar 20% für das ganze erste Jahr, wenn du jährliche Zahlweise auswählst. Und wenn du Hilfe brauchst zu entscheiden, welcher von diesen 4 Plänen hier der richtige für dich ist, dazu haben wir auch ein Video gemacht und den Link dazu packe ich dir unten in die Beschreibung. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob Unbounce was für dich ist, kannst du ja auch erstmal hier unten mit der Testversion anfangen, die für 14 Tage kostenlos ist. Und das bekommst du auch mit unserem Link unten in der Beschreibung. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es dir sehr gefallen hat, abonniere den Kanal und über Fragen und Feedback unten in den Kommentaren freuen wir uns auf jeden Fall immer. Bis zum nächsten Mal.